Hallo, ich bin Daniel und heute koche ich ein Hirschsteak mit Safran-Kartoffelgratin und Rosenkohl dazu. Als erstes schäle ich die Kartoffeln und dann hobel ich die gleich in feine Scheiben. Jetzt nehme ich den Rosenkohl, befreie ihn vom Strunk und den äußeren Blättchen und viertel ihn dann. Die Schalotte pelle ich und hacke sie dann fein. Die Haselnüsse zerkleinere ich jetzt im Feincut. Die Sahne gebe ich hier in diesen Topf und vermische die mit Safran. Während die Safransahne aufkocht, stapel ich die Kartoffelscheiben hier in die Auflaufförmchen. Ich würze das Ganze mit Salz und Pfeffer und dann gebe ich jetzt als nächstes diese Safransahne über die Kartoffelscheiben. Jetzt kommt das Gratin in den Ofen. In einer Pfanne röste ich nun die grob gemahlenen Haselnusskerne an. Wichtig ist es, kein Fett hinzuzugeben. Die Kerne an sich haben genügend Fett. Die gebe ich jetzt zum Abkühlen hier in die Schüssel. Von der Orange brauchen wir Schale und Saft. Für den Rosenkohl erhitze ich jetzt in der Pfanne, die ich ein bisschen sauber gemacht habe, etwas Öl und brate ihn darin an. Ich lösche das Ganze jetzt mit dem Orangensaft ab, gebe den Abrieb dazu und würze das Ganze mit Salz, Pfeffer und Zucker. Das Hirschsteak, das pfeffer und salze ich jetzt von beiden Seiten. Als nächstes mache ich Öl in einer Pfanne heiß. In die heiße Pfanne gebe ich jetzt die Hirschsteaks. Nachdem ich jetzt von beiden Seiten die Hirschsteaks angebraten habe, gebe ich das Ganze in den Backofen. Ich gebe jetzt die Schalotten in das restliche Bratfett und lösche das Ganze dann mit Rotwein ab. Jetzt gebe ich die Kirschmarmelade noch dazu und würze das Ganze nochmal mit Salz und Pfeffer. Ich vermenge die Haselnüsse mit dem Rosenkohl und ich beginne jetzt anzurichten. Ich gebe jetzt ein wenig auf den Teller, hier noch das Fleisch und die Soße dazu. Guten Appetit!